letzte Punkt sind die Manigl-Schleute. Und das Geilste an diesen Glöckchen macht alle 5 Minuten 1,8 Millionen GTA-Dollars. Und das i-Tüppelchen daran ist, ihr braucht hier auch keine persönliche Kennzeichen. Aber bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich euch nochmals bitten, einen fetten Like fürs Video dazulassen. Und für die Leute, die noch nicht kennen, abonniert mich, sonst verpasst die krassesten Glitches in GTA. Aber gut, wir fangen einfach mal an. Was braucht denn für diesen Glitch eigentlich? Für den Glitch braucht ihr einmal den Nachtclub inklusive B1-Garage, denn in der B1-Garage muss ein Sonderfahrzeug stehen. Zum Beispiel das Speedo Custom, der Mule Custom oder wie das andere LKW heißt. Egal, Hauptsache ein Spezialfahrzeug im Nachtclub. Davon abgesehen braucht ihr für diesen Glitch auch noch eine Arena. Und in der Arena, Leute, muss auch das Fahrzeug stehen, was ihr euch duplizieren wollt. Mein Tipp, nehmt einen Easy aus der Arena-Variante, denn der bringt hier für diesen Glitch einfach am meisten. Das ist Fakt, Leute. Davon abgesehen braucht auch irgendwo, kann in der Arena stehen, kann auch irgendwo anders stehen, Fahrzeuge, die für diesen Glitch verloren gehen können. Ne, zum Beispiel kostenlose Elegies. In meinem Fall stehen sie auch mit in der Arena, muss aber nicht sein. Und ihr braucht für diesen Glitch auch noch einen Bunker inklusive MOC. Im dritten Abteil, Leute, des MOCs braucht ihr ein Lager für persönliche Fahrzeuge. Und zu guter Letzt, klar, braucht ihr kurz einen Freund, der euch bei diesem Glitch unterstützt. Habt das Ganze sehr gut, dann können wir mit dem Glitch anfangen. Als erstes hat mit eurem Freund in irgendeiner GTA-Online-Sitzung. In meinem Fall habe ich diesen Glitch in einer Freundensitzung aufgenommen. Denn ihr trefft euch jetzt hier beim Casino. Seid ihr mal Casino angekommen, steigt jetzt euer Freund mit in euer persönliches Fahrzeug ein und ihr fahrt jetzt in die Casino-Garage rein. Wichtig, wir fahren hier ins Parkhaus rein, nicht in die eigene Penthouse-Garage. Seid ihr im Parkhaus angekommen, dann steigt euer Freund in euer Fahrzeug wieder ein, dass er einfach drinnen sitzt. Sitzt euer Freund jetzt im Fahrzeug drinnen, dann geht ihr einfach zu Fuß wieder aus der Garage raus. Und als nächstes müssen wir jetzt hier zum Nachtclub. Und wichtig, Leute, ihr bestellt jetzt hier kein persönliches Fahrzeug, da das persönliche Fahrzeug von eurem Freund blockiert ist und so es auch bleiben soll. Deswegen, wenn ihr zum Nachtclub wollt, macht das mit dem Job-Teleport, mit einem Straßenfahrzeug oder mit einem Fahrzeug von eurem Freund, wie in meinem Fall hier. Gut, seid ihr mit dem Nachtclub angekommen, dann geht ihr jetzt hier in die B1-Garage rein, wo euer Sonderfahrzeug steht. In meinem Fall ist es jetzt hier das Speedo Custom. Und ich steige jetzt hier einfach ein. Ihr seht ja, dass ich hier mit dem Reifen lenken kann, alles ganz normal. Aber wenn wir jetzt die rechte Pfeiltaste drücken, Leute, sind wir gefreezed. Denn auf einmal kann ich nicht bei den Reifen bewegen oder mich umschauen, wir sind einfach gefreezed. Um aus diesem gefreezeden Modus wieder rauszukommen, drückt ihr einfach die Optionstaste, dass ihr Optionsmenü seid und drückt dann nochmal die Optionstaste, um wieder rauszugehen. Und ihr werdet merken, ihr seid wieder entfreezed und könnt wieder aussteigen. Seid ihr ausgestiegen, dann werdet ihr merken, dass ihr trotzdem im Nachtclub gefangen seid. Um aus dem Nachtclub wieder rauszukommen, brauchen wir jetzt tatsächlich den Job-Teleport. Wie funktioniert der Job-Teleport? Ganz einfach. Ihr drückt die Optionstaste, geht auf die Karte und sucht euch einen Job. Am besten natürlich einen in der Nähe von der Arena, da wir es zur Arena müssen. Habt ihr einen Job gefunden, dann startet ihr den Job über die Karte mit Viereck. Seid im Jobmenü angekommen, müssen wir jetzt unserem Bot beitreten. Für die PS5 ist es Anavac 1P5. Eure Botnamen, by the way, habe ich natürlich in den Kommentaren geschrieben, deswegen checkt mal ab. Gut, habt ihr euren Bot gefunden, eure Konsole, dann treten wir den Bot jetzt bei. Die erste Meldung, die kommt mit dem GTA, akzeptieren wir mit X, aber die zweite Meldung brechen wir mit Kreis ab. Und wenn alles funktioniert, Leute, sollten wir draußen spawnen am Jobkreis, wo wir eigentlich gerade drinnen waren. Und jetzt gehen wir einfach zur Arena. Und hier immer noch, Leute, kein persönliches Fahrzeug, je nachdem wie weit ihr weg seid, nehmt ein Straßenfahrzeug oder lauft zu Fuß. Gut, seid in der Arena drinne, dann steigt ihr jetzt in das Fahrzeug ein, was euch duplizieren wollt. Wie gesagt, mein Tipp, nimmt einen Easy aus der Arena, der bringt bei solchen Glitches einfach am meisten und das ist wirklich Fakt, Leute. Okay, seid jetzt eingestiegen, drückt jetzt auch hier wieder die rechte Pfeiltaste, um irgendwas umzutunen. Und ja, ihr müsst jetzt hier irgendwas umtunen, es ist völlig egal, wie teuer oder billig das Ganze war. Ihr könnt es auch danach auch direkt wieder zurücktunen, es ist wirklich komplett egal. Hauptsache, ihr habt irgendwas mal kurz geändert. Habt ihr irgendwas geändert, dann drückt ihr Kreis und geht es hier auf Arena verlassen. Und damit spawnen wir jetzt mit einem Fahrzeug außerhalb der Arena. Sind wir draußen angekommen, Leute, achtet mal aufs Nummernschild. Und ja, mein Easy hat bei dieser Aufnahme jetzt ein persönliches Kennzeichen, aber Leute, vertraut mal, ihr braucht hier keine persönlichen Kennzeichen. Aber trotzdem, achtet mal aufs Nummernschild. Einfach mal so. Denn als nächstes rufen wir jetzt hier den Mechaniker an und bestellen jetzt ein Fahrzeug, was für diesen Glitch verloren gehen kann. Wie gesagt, am besten einen kostenlosen LG. Und sobald ihr den LG bestellt habt, zählt ihr jetzt bis 10. Also 1, 2, 3, 9, 10.
und bei 10 sagt ihr eurem Freund, ey yo, bitte steigt mal aus meinem Auto aus. Denn die ganze Zeit sitzt euer Freund ja immer noch im Casino in eurem Auto. Und sobald er aussteigt, sollte sich das Nummernschild bei euch ändern. Und boom, Leute! Denn zu diesem Zeitpunkt ist euer Esel jetzt das Duplikat und nicht mal das originale Fahrzeug. Wie geil ist das denn? Aber Leute, halt, es ist noch nicht abgespeichert. Um das Ganze jetzt abzuspeichern, müsst ihr es euren MOC anfordern. Das bedeutet, ihr geht ins Funktionsmenü, geht auf Sonderfahrzeuge und feuert euer MOC an. Ist euer MOC geliefert worden, fahrt es einfach dahin und fahrt hinten rein. Und sobald ihr drinnen seid, Leute, boom, es ist sogar gespeichert. Aber für die, die jetzt fragen, so, hä, wo ist denn jetzt das originale Fahrzeug? Das originale Fahrzeug steht immer noch am selben Platz in der Arena. Sprich, wir nehmen kurz das Fahrzeug mit und fahren wieder zurück in die Arena rein. Und ich zeige euch auch nochmal, dass das originale Fahrzeug wieder da steht, wo es soll. Und ja, Leute, da ist es, NRW-Kennzeichen, ihr seht es. Aber die wichtigste Frage eigentlich, wie viel bringt jetzt hier mein Fahrzeug? Mein Fahrzeug, weil ich da hinten nicht die Waffe drauf getunt habe und ein paar andere Tune-Teile nicht, bringt ca. 1,6 Millionen Dollar pro Duplikat, aber es können bis zu 1,8 Millionen sein, wenn ich es wirklich komplett Max-Out aufgetunt habe. Und mal ganz im Ernst, wenn ihr schnell seid, könnt ihr das Ganze innerhalb von 5 Minuten durchziehen und das ist richtig, richtig geil. Die Kopien sind alles saubere Kopien, das bedeutet, die werden nicht von Anti-Cheat-Systemen erfasst. Aber trotzdem hier noch kleiner Hinweis, verkauft pro Tag maximal 7 bis 8 Fahrzeuge. Aber gut, wenn ihr diesen Glitch wiederholen wollt, müsst ihr leider alles vom Anfang an wieder machen. Aber wie gesagt, geht eigentlich relativ schnell. Falls ihr trotzdem noch Fragen habt, Leute, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich werde versuchen, euch so gut wie es geht weiterzuhelfen. Aber gut, ich bin raus, euer Bombard. Ciao!